Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich und natürlich wie jedes Mal auch, ich muss mich erstmal reinfinden, Ekladrim zu einem neuen Dwarf News für den August und September. Ich spiele hier gerade Mario Kart 7 im Schlachtenmodus. Und wir beginnen die erste Runde hier im Schlachtenmodus. Danach spielen wir ein bisschen Racing auf Strecken. Von Start bis Ziel. So, heutige Themen. Thema Nummer 1, das wäre da, dass ich ab September, da ich nun aus der Schule raus bin, wie einige sicherlich wissen, die meinen Kanal verfolgen. Ich muss die Musik ein bisschen leiser stellen. Ich bin wirklich ein bisschen lästig. Ich muss hier wirklich ein bisschen sehr schreien, wenn die Musik so laut ist. Und Attacke. Ja, ich bin jetzt aus der Schule raus und werde ab September arbeiten gehen. Na, arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das Arbeiten nennen kann. Ich habe... Oh, Toad ist AFK. Ich habe eine FSJ-Stelle bekommen für den... Hey! Hey! Mann! Das war gemein. Für den nächstes Jahr. Für das nächste Jahr habe ich eine FSJ-Stelle bekommen. Deshalb wird es zumindest minimal zu Einschränkungen kommen. Ich werde natürlich versuchen, weiterhin zwei... Aber sind ja alle AFK. Weiterhin zwei Videos online zu stellen pro Tag. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze hinkriege, aber ich bin aktuell ein bisschen auf Vorproduktion, also ich habe so ein bisschen was vorweggenommen, dass ich so gut zwei Videos am Tag bringen kann, ohne wirklich zwei Videos am Tag aufnehmen zu müssen. Aktuell geht's noch, aktuell habe ich noch Ferien, wie gesagt, bis September, aber ab September wird es dann halt ein bisschen dünn. Da kann es dann wegen Arbeit dann halt zu Ausfällen etc. kommen. Das ist dann halt, wie es ist. Da kommt es dann manchmal zu Sachen wie Events, die man dann halt irgendwie, die ungeplant kommen, wo es dann, wo ich dann halt einspringen muss und halt unvorbereitet halt auch mal einen Tag aussetzen muss. Das kann sein, dass ihr dann halt ein, zwei Tage keine Videos habt, aber sollte nicht vorkommen. In der Regel sollte auch weiterhin für zwei Videos am Tag gesorgt sein. Es kann nur sein, dass halt weniger aufwendige Let's Play-Projekte kommen, sondern mehr Vlogs, Z-Vlogs und halt so ein bisschen One-Taker oder sowas halt auch zwischendurch mal kommen, die halt das Ganze ein bisschen erleichtern. Dass halt auch alles so ein bisschen leichter wird. Und was machst du hier, AFK-Fritze? Ja, halt zum Beispiel mal in Zwergenfürst-Least-Videos, die waren auch immer sehr gut bei mir, wenn ich eine Lücke hatte und halt nichts zum Veröffentlichen hatte und was brauchte. Das ist relativ leicht zu produzieren und dauert nicht so lange, braucht nicht so viel Zeit, deshalb. Oder ein Shopping-Video, Zwergenfürst kauft ein, dann kam jetzt letztens eins. Und da habe ich in dem Supermarkt XY mal ein bisschen eingekauft, nötige Sachen und sowas, halt Daily Vlogs könnte es so geben, ja. Und halt weniger aufwendige Projekte. Die halt, oder ich werde natürlich versuchen, weiterhin Let's Plays zu machen. Ich bin Let's Player, das wird auch so bleiben. Ich werde auch mit YouTube nicht aufhören. Aber ihr wisst, was ich meine. Es könnte halt durchaus zu Abstrichen kommen, die halt, ja, notwendig sind, sag ich mal so. Ich werde es versuchen, in Maßen zu halten, aber ja, wie es halt geht. Also seid nicht traurig, seid nicht, werdet nicht wütend, wenn halt
wenn ich erschreckt und plötzlich ein bisschen unaufwendigerer Content kommt, sag ich mal so. In Wochentagen, am Wochenende kann ich natürlich pumpen, kann ich mal ein bisschen draufhauen und mal ein bisschen auch vorproduzieren. Mal sehen, was wird. Gute Nachrichten! Pokémon Sonne, Ultra und Pokémon Ultramond, also Pokémon Ultra Sonne und Ultramond, ich fahre direkt rückwärts, kommen demnächst in den Handel. Das genaue Datum habe ich nicht vor Augen. Es müsste aber auch so September, Oktober sein. Ich glaube, es war ein September-Termin. Da kommt dann Pokémon Sonne, Ultra und Ultra Sonne und Ultramond raus. Ich werde für euch das Spiel Pokémon Ultramond Let's Playen. Ich habe schon Pokémon Sonne abgeschlossen als Let's Play. Das findet ihr auf meinem Kanal unter den abgeschlossenen Playlists. Und da könnt ihr dann mal gucken, wie ich ein wunderschönes Pokémon Sonne Let's Play gemacht habe. Der Nachfolger wird jetzt quasi Pokémon Ultramond. Obwohl, der Nachfolger war ja Pokémon Weiß. Das heißt, ja, ihr habt es richtig erraten, Pokémon Weiß muss irgendwie noch zumindest halbwegs abgeschlossen werden, bevor Pokémon Ultra Mond auf meinem Kanal beginnen kann. Ich werde es natürlich ab Release.de spielen, sofern es mir möglich ist, sofern nichts dazwischen kommt. Also wenn ich mir nicht beide Beine breche und dann an dem Tag nicht in der Stadt laufen kann, aber das passiert nicht. Also ich werde es nach Möglichkeit am Release-Day spielen und schauen, dass ich Pokémon Weiß bis dahin abgeschlossen kriege. Wir sind ja bei Pokémon Weiß schon in einer erreichbaren Nähe zum Ziel. Also den 7. Ohren haben wir abgeschlossen. Zumindest habe ich das Video gerade vorproduziert. Der 7. Ohren ist erledigt. Die Drachenstiege haben wir bestiegen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Es geht auf zum 8. Ohren und dann zur Pokémon-Liga. Also so lange dauert es nicht mehr. Ein paar Parts noch, so 10, 12 Parts schätzungsweise. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Pokémon Weiß beendet. Könnte sein, dass da noch ein paar legendäre Pokémon waren, aber ja, nach der Top 4 kommt noch so ganz wenig Parts und dann haben wir es bald. Pokémon Gelb ist auch am Laufen. Das dauert noch ein bisschen länger. Das kann auch noch parallel dann zu Pokémon Ultramond noch ein bisschen laufen. Das schadet dann nicht. Und da ist das Ziel noch nicht in sichtbarer Entfernung. Das ist noch ein bisschen hin. Ein neues Horror-Let's Play hat auf meinem Kanal begonnen. Dementium Remastered für den 3DS. Für das Gerät, was ihr gerade nicht seht. Dessen Bildschirm ihr hier gerade seht. Dementium Remastered ist FSK 18 für den 3DS freigegeben. Zwinker, zwinker. Ja, das ist auch ein Thema, worüber man ein bisschen länger reden kann. Ich finde ja persönlich, bei Horrorspielen ist das irgendwie ein bisschen verknackst. Das ist ja irgendwie da sind die FSK 16 Spiele die grausamsten und FSK 18 so ein bisschen, nur ja, ein bisschen mehr Larifari, ein bisschen weniger grausamer, aber trotzdem ist es FSK 18 und ich muss es auf meinem Kanal so ausschildern. Es ist FSK 18 und es wird auch vor jedem Part ordentlich eingeblendet. FSK 18. Upload-Zeit ist 22 Uhr, zu einer Zeit, wo ja die kleinsten Kinder schon im Bett sind, die 5-Jährigen hoffentlich sind 5- bis 10-Jährige um diese Uhrzeit schon im Bett. Auch 12-Jährige gehören um 22 Uhr schon langsam mal ins Bett.
Ja. Jetzt brauchen wir die Diskussion mal nicht anfangen. Und ja, im Uploadplan wird es nicht stehen. Ich trage es nicht in den Uploadplan ein. Es kommt so ein bisschen um 22 Uhr auf meinem Kanal. Es wird jetzt hier angesagt. Es ist als Playlist in meiner Übersicht gezeigt. Und auch unter Horror Let's Plays ist es zu finden. Und wer nachts um 22 Uhr sich das gönnen will. Wer nachts um 22 Uhr noch wach ist und sich das gönnen kann, darf. Vor allem darf. Räusper. Der. Dem wünsche ich viel Spaß. Dementium, oh, ich will jetzt hier nicht viel drüber reden. Guckt die Let's Plays selbst. Wir verraten genug. Es ist nicht dasselbe wie Resident Evil Revelations, mein erstes Horrorspiel, was ich gespielt habe. Es ist ein bisschen was anderes, es ist eine andere Klasse, es ist eine andere Sache, es ist ein anderes Genre. Es ist nicht, es ist auch Horror, aber es ist ein bisschen anders vom Typ her. Macht auch Spaß, bisher. Das, was ich so gerade aufgenommen habe, macht Spaß. So, September sind die September-News hier. Da kommt es dann auch, ja, versprochen, es kommt ein kleines Geburtstags-Special für euch zu meinem Geburtstag. Da werde ich dann wieder nur eine Kleinigkeit hochladen, da mache ich dann irgendwie was Besonderes. Das letztes Jahr war es ein Laber-Video, da habe ich so ein bisschen rumgefaselt und rumgelabert. So in der Art wird es auch heute dieses Mal sein, das ist so. Wird nichts wahnsinnig Aufregendes, aber so ein kleines Happy Birthday, Juhu, Video, Happy Birthday to me. Und ihr wisst, was ich meine. Was Kleines, Feines. Zum Feste. Lego Jurassic World und Lego Star Wars, das Erwachen der Macht für den 3DS sind zwei Projekte, die jetzt sich ihrem Ende zuneigen. Die Let's Plays befinden sich in der Endphase. Lego Jurassic Park, da sind noch ein paar, da stehen noch 3-4 Videos offen. Lego Star Wars 7 habe ich, wenn ich mich recht entsinne, gestern den vorletzten Part aufgezeichnet. Ist natürlich vorproduziert, ich weiß jetzt nicht so ganz aus dem Kopf, wann es bei euch rauskommt, also Part 32 habe ich gestern produziert, das müsste der Part 31 habe ich gestern vorproduziert. Part 32 müsste der letzte sein, wenn nicht noch alles dazwischen kommt. Dann habe ich das Projekt beendet. Lego Jurassic World wird dann auch seinem Ende entgegentreten. Und wird auch nicht mehr lange dauern. Demnach sind jetzt 2 Projekte abgehakt und ein neues begonnen. Also Lego Jurassic World nochmal und Lego Star Wars 7 beendet. Dementium Remastered, das Horrorspiel für den 3DS auf meinem Kanal um 22 Uhr begonnen. Jo, das heißt, es ist dann auch Platz für Pokémon Ultramond, wenn es released wird. Und ja, ich werde natürlich auch Pokémon Weiß jetzt abschließen, damit ich dann auch ein bisschen mehr Luft habe. Ich werde auch versuchen, ein paar andere Projekte weiterzuführen. Miitopia läuft natürlich jetzt, das werde ich auch nicht vernachlässigen. Oh, bin ich schlecht hier. Level Nummer 4. Okay, ja, gut, man kann halt nicht gleichzeitig labern und gut rennen fahren. Retro-Projekte stehen noch auf meiner Liste, die ich auch in Zukunft noch planen werde. Nicht mehr September, nicht mehr Oktober, wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Jahr. Aber ihr könnt euch die nächsten Monate, die nächste Zeit in Zukunft noch auf Retro-Projekte freuen. Da sind ganz coole Sachen drunter.
Und da kommt noch einiges auf euch zu, also bleibt dran auf meinem Kanal. Eine fröhliche Ankündigung. Ein Streaming-Format ist in Arbeit. Ich wurde so vor allem mal von Winnies Publikum so mal, von da einigen Leuten mal so dazu gedrängt, mal etwas in die Wege zu leiten. Und ja, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Möglichkeit heißt halt Möglichkeit. Ist noch nicht klar, ob es so passt. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie es eventuell funktionieren könnte, dass ich ein Streaming-Format eröffne. In Kooperation mit dem offenen Kanal Magdeburg habe ich vor, eine Art Leseprojekt, also Zwergenfürst liest Projekt zu starten. Es ist halt noch nicht in trockenen Tüchern und der offene Kanal hat noch nicht zugesagt. Muss halt gucken, wie es mit dem läuft. Bin immer sehr kooperativ mit dem offenen Kanal unterwegs und der offene Kanal ist sehr kooperativ mit mir unterwegs. Da habe ich den Viva la Waldorf Film geschnitten. Ist ganz gut geworden. Da habe ich ein Jahr lang das Projekt bearbeitet, mit deren Hilfe produziert und so weiter und so fort. Jo, und wenn es halt gut läuft, habe ich vor, zum Beispiel freitags 18 Uhr so eine kleine Vorleserunde zu machen. Ich habe mir das so gedacht, so ein bisschen. Ich nehme so ein paar Bücher mit, so 5-6 Bücher. Wir lesen das kapitelweise so und ich lasse euch im Chat oder halt per Infobox irgendwie entscheiden, welche Bücher gelesen werden sollen. Ich habe dann zum Beispiel 6 Bücher mit und lese da jeweils ein Kapitel draus, so eine halbe Stunde, Viertelstunde, wie es halt dauert. Und dann gucken wir weiter, was das nächste Projekt ist, also welches Buch als nächstes gelesen wird. Finde ich ganz toll. Ich hoffe, dass es klappt. Ja. News für die kommende Zeit für September und August. Eventuell auch ein bisschen Oktober. Was Neues kommt. Kommt was Neues. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Ich habe es ja immer so gerne, dass ich in meinen Projekten, in meinen Let's Plays auch immer ein bisschen Real Talk mache. So, wenn es sich anbietet zwischendurch. Also, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt in Sachen Zwergenfürst LP Projekte auf meinem Kanal, seid auch bei meinen anderen Formaten immer mit dabei. Zwischendurch kommen dann immer Sachen, die ich halt immer so erwähne nebenbei, so Sachen, die angesagt werden. Also, ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt nicht alle Videos guckt, aber so Kleinigkeiten, die jetzt nicht einem Dwarf News bedürfen, werden dort gerne gezeigt und angesagt. So, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Dann gibt es wieder ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Und ja, bleibt ganz frisch. So. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und die nächsten News nicht verpassen wollt. Wie gesagt, auch zwischendurch immer gerne mal als Real Talk und Off-Topic in einem Projekt. Ja. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ich fahre hier direkt mal rückwärts. Ist ja jetzt nicht mehr nötig. So, ich rase hier direkt mal ins Ziel. Ciao, ciao.